In der alten Schrift Hesekiels taucht auf den heiligen Seiten eine vergessene Erzählung auf, die uns in eine Zeit des Aufruhrs und der Trübsal zurückversetzt. Zu einer Zeit, als Zedekia, der letzte Herrscher Judas, mit einer kleinen Armee über Jerusalem stand. Wieder einmal wurde die heilige Stadt belagert und brach schnell unter dem gnadenlosen Druck der Krieger Nebukadnezars zusammen. Und es begab sich, dass sich ein dunkles und unerbittliches Schicksal abspielte. Zedekia war Zeuge des grausamen Gemetzels seiner eigenen Nachkommen vor seinen Augen, bevor er von gnadenlosen Händen seines Augenlichts beraubt wurde und in den Schatten der Blindheit versunken war. So erlebte die königliche Linie ihr tragisches Ende, während Jerusalem einer beispiellosen Verwüstung ausgesetzt war. In diesem trostlosen Szenario erscheint Hesekiel, berufen vom Herrn, seine Botschaft zu verkünden. Obwohl er weit weg im Land Babylon war, war seine Mission klar. Das Echo heiliger Gesänge hallte in seinen Ohren wider, aber ihr wahres Wesen lag im Versprechen der Erneuerung, selbst im Abgrund der Hoffnungslosigkeit. Das traditionelle spirituelle Werk »Trockene Knochen« fängt diese Vision ein und findet seine Wurzeln in der göttlichen Offenbarung, die Hesekiel gewährt wurde. Ein Tal, das mit trockenen Knochen übersät ist, ein Symbol für die Trostlosigkeit und Verzweiflung des auserwählten Volkes. Aufgrund ihrer Übertretungen befand sich die Nation Israel in Gefangenschaft, wurde in ein fernes Land verbannt und durch Nebukadnezars Invasion und Eroberung von ihrer Heimat getrennt, als vom Allmächtigen zugelassene Strafe. Hesekiels Vision war jedoch nicht nur ein Ausdruck der Verzweiflung, sondern vielmehr eine Einladung zur Hoffnung und Erneuerung, selbst in den dunkelsten Zeiten. Das Tal der trockenen Knochen symbolisiert nicht nur die Lage der Kinder Israels zur Zeit Hesekiels, sondern enthält auch wichtige Lehren für unser eigenes Leben. Hesekiel beschreibt in Kapitel 37, Vers 1 und 2 seine Erfahrung. Die Hand des Herrn kam über mich und trug mich im Geist des Herrn hinweg und setzte mich mitten in ein Tal, das voll war, von Knochen, und ließ mich um sie herumgehen. Siehe, da waren viele auf der Talseite, und sie waren sehr trocken. Der Herr versetzte Hesekiel nicht physisch an einen anderen Ort, sondern erhob ihn geistig in ein Tal, in dem Verwüstung herrschte, dargestellt durch eine Landschaft aus verdorrten Knochen. Die Trockenheit dieser Knochen symbolisierte die lange Zeit der Verlassenheit und Hoffnungslosigkeit, die der Ort erlebt hatte, ein altes Zuhause, das jetzt kein Leben mehr hatte. Es war, als ob der Herr selbst wollte, dass Hesekiel die Qual dieser Situation in seinem Geist und in seinem Herzen spürte, damit er den Ernst des Augenblicks voll und ganz verstehen würde. So wie wir uns um unser eigenes irdisches Zuhause kümmern, müssen wir auch Vorkehrungen treffen, um zu verhindern, dass es wie das Tal der verdorrten Knochen wird. Das Ignorieren der Anweisungen des Wortes Gottes kann zu einem geistlichen Verfall führen und uns in leblose Skelette verwandeln. Sogar diejenigen, die einst mit dem Herrn wandelten, werden möglicherweise auf eine einfache Erinnerung an das reduziert, was sie waren, anstatt zu dem zu werden, was sie sein sollten. Epheser, Kapitel 6, Verse 1 bis 4, bringen uns wertvolle Worte der Weisheit. Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist richtig. Ehret euren Vater und eure Mutter. Das ist das erste Gebot mit der Verheißung, dass es euch gut gehen wird und ihr lange auf der Erde leben werdet. Und du Eltern, provoziert eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Erziehung und Warnung des Herrn. So wie uns die heiligen Schriften daran erinnern, wie wichtig kindlicher Gehorsam und Respekt gegenüber den Eltern sind, finden wir auch in Hesekiel, Kapitel 37, Vers 3, einen transzendentalen Moment. Und er fragte mich, Menschensohn, können diese Knochen wieder leben? Die göttliche Frage hallte wieder und widersprach dem menschlichen Verständnis. Demütig erkannte Hesekiel, dass nur Gott, der Herr, angesichts einer Szene, die völlig unmöglich schien, absolute Gewissheit hatte.
Er verstand, dass die Vollendung des Wunders in den Händen des Allmächtigen lag, so wie wir in unseren Tagen, wenn wir über die Bedeutung dieses prophetischen Ereignisses nachdenken, die kommenden Zeiten vorhersehen können. Wenn wir eine geistliche Erweckung wünschen, müssen wir, wie Hesekiel, auf den Herrn vertrauen. Gott ist der Herr des Unmöglichen, wie Lukas 18, 27 uns daran erinnert. Er aber sagte, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Hesekiel 37, 4 bis 8 beschreibt uns den Augenblick der Prophezeiung. Wieder befahl er, prophezeie diesen Gebeinen und verkünde ihnen, O dürre Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr Gott zu diesen Gebeinen. Ich werde gewiss Odem in dich eindringen lassen und du wirst leben. Ich werde dir Nerven geben und Fleisch auf dir wachsen lassen. Ich werde dich mit Haut bedecken und dir Atem einhauchen, damit du lebst. Dann wirst du erkennen, dass ich der Herr bin. In diesem prophetischen Moment gehorchte Hesekiel bereitwillig dem himmlischen Ruf, und während er seine inspirierten Worte sprach, war er Augenzeuge des Wunders der Wiederherstellung der verdorrten Knochen. An den Stellen, an denen Fragmente auseinandergefallen waren, traten Sehnen und Fleisch hervor, aber der lebenswichtige Atem fehlte immer noch. Diese Passage erinnert uns daran, dass die Macht des Herrn selbst in den dürrsten und trostlosesten Zeiten, in denen alles verloren scheint, in der Lage ist, das Unmögliche zu vollbringen und Leben dort zu schaffen, wo einst Trostlosigkeit herrschte. Unter göttlicher Führung erhielt Hesekiel die Aufgabe, jenen Knochen zu verkünden, die schon vor langer Zeit jegliche Vitalität verloren hatten. In diesem heiligen Moment offenbarte Gott allen eine grundlegende Wahrheit. Das göttliche Wort bringt eine verwandelnde Kraft mit sich. Die Bibel ist eine Quelle des Lebens und des Glaubens für diejenigen, die sie mit offenem Herzen annehmen. Angesichts dieses wundersamen Ereignisses sah Hesekiel, wie die Knochen zusammenkamen und vollständige Skelette bildeten. Während er zusah, begannen auf diesen Skeletten Muskeln und Fleisch zu wachsen, und bald waren zuvor leblose Körper mit Haut bedeckt. Doch trotz dieser physischen Wiederherstellung blieben sie immer noch bloße Körper, die sich in einer übernatürlichen Ordnung bewegten. Hebräer Kapitel 4, Vers 12 erinnert uns an die lebendige Kraft des Wortes des Herrn. Denn das Wort Gottes ist schnell und mächtig und schärfer als jedes scharfe Schwert. Es durchdringt bis zur Trennung von Seele und Geist, der Gelenke und des Knochenmarks und ist in der Lage, die Gedanken und Absichten des Herzens zu erkennen. Römer Kapitel 10, Vers 17 betont, dass der Glaube durch das Hören des Wortes Gottes entsteht. Die göttliche Stimme ist der Katalysator, der den Glauben in uns erweckt. In Hesekiel 37, 9 befahl der Herr erneut Prophezeiungen, diesmal an den Atem des Lebens gerichtet. Gott wies Hesekiel an, zu verkünden, dass der Wind von allen vier Enden der Erde kommen und auf diese auferstandenen Körper wehen würde, damit sie mit vollem Leben bekleidet werden könnten. Diese Passage lehrt uns, dass Strukturen, egal wie organisiert sie sind, ohne den lebenswichtigen Atem Gottes leer sind. Ebenso wie ein menschlicher Körper kann eine Glaubensgemeinschaft in Ordnung sein, aber wenn sie nicht vom Hauch des Heiligen Geistes belebt wird, wird sie tot und sinnlos sein. Es ist der Atem Gottes, der allem, was er berührt, Leben und Vitalität verleiht. Und durch sein Wort finden wir diesen göttlichen Atem, der uns Leben in Fülle schenkt. Hesekiel erhielt die himmlische Führung, dem Wind, dem Atem zu predigen. Das Wort Winde leitet sich vom hebräischen Ruach ab, was Windhauch oder Geisterhauch bedeuten kann. Hesekiel war dabei, eine entscheidende Entdeckung zu machen. Alle menschlichen Errungenschaften sind leer, wenn der Heilige Geist nicht anwesend ist. Die Anwesenheit des göttlichen Atems des Lebens ist für unsere Existenz ebenso wichtig wie für Adam. Wenn jemand die neue spirituelle Geburt erlebt, ist es Gott selbst, der seinen Herzen spirituelles Leben einflößt. Hesekiel erlebte eine außergewöhnliche Entfaltung seiner Vitalität, als die Armee wieder auferstanden war.
Dies führt uns zurück zu Genesis 2,7, als Gott, der Herr, den Menschen aus dem Staub der Erde formte und ihm den Atem des Lebens in die Nase hauchte, wodurch er zu einem lebendigen Wesen wurde. Dies ist eine eindrucksvolle Veranschaulichung des Wirkens des Heiligen Geistes in unserem geistlichen Leben. Der Herr Jesus Christus lehrte in Johannes 3,5 bis 8 auch über die Bedeutung einer neuen geistlichen Geburt und betonte, dass es notwendig sei, aus Wasser und Geist geboren zu werden, um in das Reich Gottes einzutreten. Der Geist Gottes wirkt auf geheimnisvolle Weise, wie der Wind, den wir nicht sehen können, dessen Auswirkungen wir aber wahrnehmen können. In Hesekiel 37,10 gehorchte Hesekiel dem göttlichen Befehl und prophezeite, was dazu führte, dass der Atem des Lebens in diese auferstandenen Gebeine eindrang. Vor ihren Augen erhob sich eine große und mächtige Armee, die das Wirken des Geistes Gottes bei der Wiederherstellung des geistlichen Lebens bewies. In den folgenden Geschichten erkannte Hesekiel im Kapitel 37, Verse 11 bis 13, die tiefe Bedeutung der Vision. Die verdorrten Knochen stellten die gesamte Wohnstätte Israels dar, das jeglichen Glauben verloren hatte. Gott versprach ihnen jedoch eine nationale Auferstehung, auch wenn diese nicht realisierbar schien. Gott war dabei, ein Wunder zu vollbringen. Er würde die Israeliten in ihre Heimat zurückkehren lassen und ihnen seinen Atem einflößen, damit sie atmen konnten. Gott schloss die Vision ab, indem er Hesekiel erklärte, dass das Wort und der Geist die Vehikel sein würden, durch die er die zerbrochenen Knochen Israels, die jegliche Energie verloren hatten, wiederbeleben würde. Verbale Prophezeiungen und himmlischer Atem würden die metamorphe Kraft sein, die seinem Volk wieder Leben einhauchen würde. Offenbarung erhielt Hesekiel und befahl ihm, über diese Knochen zu prophezeien und zu verkünden: O ihr dürren Knochen, hört das Wort des Herrn. Durch seinen Gehorsam wurde Hesekiel Zeuge des Wunders der Wiederherstellung der Knochen, während Sehnen, Fleisch und Haut sie wieder in ihre ursprüngliche Form brachten. Allerdings musste das Wort von der Wirkung des Geistes begleitet werden, damit diese Körper den Atem des Lebens empfangen und zu Lebewesen werden konnten. Dies wurde zu einem eindrucksvollen Beispiel für die Erweckung, die spirituelle Wiederherstellung der Gemeinschaft Gottes. In der Neuzeit wird diese Wiederherstellung auch durch das Wort und den Geist erreicht. Wenn eines dieser Elemente fehlt, kann Gottes Volk die Manifestation seiner Gegenwart unter ihnen nicht vollständig erleben. Gemäß dem 2. Korintherbrief erinnert uns Kapitel 3, Verse 17 und 18 daran, dass der Höchste dieser Geist ist, und wo der Geist des Höchsten ist, gibt es Befreiung. Wenn wir die Majestät des Allerhöchsten mit seinem offenbarten Antlitz betrachten, werden wir durch den Geist des Allerhöchsten in sein Ebenbild verwandelt, von Glanz zu Glanz. Spirituelle Metamorphose ist das Werk des Heiligen Geistes in unserem Leben, das es uns ermöglicht, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Bevor wir Gnade und Glauben erlebten, hielten uns unsere Sünden in einem tiefen Zustand spirituellen Ruhezustands und machten uns zu einem Haufen verdorrter Knochen unter dem bedrohlichen Schatten der Sünde. Unsere spirituelle Existenz war wie ein Wüstental und unsere Seele sehnte sich nach einem Hauch von Leben, der unerreichbar schien. Unsere Herzen waren vor Gleichgültigkeit erstarrt und die Hoffnung schien, unter Schichten vergangener Verfehlungen begraben zu sein. Doch inmitten unserer spirituellen Dunkelheit leuchtete das unergründliche Licht der göttlichen Liebe Gottes. Als wir Jesus Christus schließlich als unseren Herrn und Erlöser annahmen, rief er uns in seinem unendlichen Mitgefühl zum Leben. Seine bedingungslose Liebe und sein Opfer am Kreuz retteten uns aus dem Abgrund und der geistigen Verwüstung, gerade als Lazarus aus dem Grab kam. Wir wurden geistig zu einer neuen Reise in Christus erweckt. Unsere spirituelle Auferstehung ist, als ob ein Mantel der Erneuerung und Gnade über uns geworfen worden wäre, der uns von leblosen Wesen in lebendige Wesen verwandelt und unsere spirituelle Essenz wiederherstellt. Gottes Gnade ist ein Balsam, der unsere geistlichen Wunden heilt und uns in Gewänder der Gerechtigkeit hüllt.
Unsere Herzen, die einst durch die Sünde verhärtet waren, pulsieren jetzt vor Glauben und Hoffnung. Deshalb wird es zu unserer heiligen Verantwortung, diese Botschaft der Hoffnung mit denen zu teilen, die noch immer in der Dunkelheit der Sünde versunken sind. Während wir das Wort Gottes verkünden, erheben wir unsere Gebete dafür, dass der Heilige Geist ihre Herzen erleuchtet, die Schatten der Sünde vertreibt und sie in das herrliche Licht Christi führt. In Christus empfangen wir nicht nur die Vergebung unserer Sünden, sondern auch die Verheißung des ewigen Lebens, einer Existenz der Gemeinschaft mit unserem Herrn, einer Reise, die über irdische Grenzen hinausgeht. Während wir bei der Verbreitung dieser Botschaft der spirituellen Wiedergeburt voranschreiten, erinnern wir uns daran, dass wir vollständig vom Heiligen Geist abhängig sind. Er belebt uns und entzündet unsere Herzen mit der Leidenschaft, das neue Leben mit denen zu teilen, die verloren sind. Wir sind Zeugen einer anhaltenden Erweckung, selbst an den trostlosesten und dunkelsten Orten, wo Gottes Gnade und Liebe Leben verändern und allen Herzen, die nach seiner Gegenwart dürsten, Erlösung und Hoffnung schenken. Auf der spirituellen Reise, die in der Heiligen Schrift Hesekiels beschrieben wird, stoßen wir auf eine ewige und für die heutige Zeit äußerst bedeutsame Realität. Es ist eine Erzählung, die von Verzweiflung und Wiedergeburt, von Verzweiflung und Hoffnung geprägt ist und deren Echo sich über die Jahrhunderte erstreckt und die Herzen derer berührt, die Gottes Erneuerungswerk inmitten der Widrigkeiten des Daseins verstehen wollen. So wie das Volk Israel unter dem Joch Nebukadnezars Verwüstung und Ruin erlebte, stürzen sich auch viele von uns in Täler der Verzweiflung, in denen alle Hoffnung zu schwinden scheint. In Zeiten der Trübsal und Unsicherheit werden wir mit unseren eigenen Grenzen und Schwächen konfrontiert und fühlen uns wie trockene Knochen im Schatten der Sünde und des Unglaubens. Doch so wie Hesekiel berufen wurde, das Wort Gottes bis ins Mark zu verkünden, sind auch wir berufen, die transformierende Botschaft des Evangeliums mit einer niedergeschlagenen und hoffnungslosen Welt zu teilen. So wie ausgetrocknete Knochen durch das Wort und den Hauch des Heiligen Geistes wieder zum Leben erweckt wurden, so sind auch wir aufgefordert, auf unseren eigenen Reisen nach spiritueller Erneuerung zu streben. Durch die Kraft des Wortes Gottes und das verwandelnde Wirken des Heiligen Geistes finden wir Leben und Fülle in Christus Jesus. Hesekiels Geschichte erinnert uns daran, dass wir selbst in den trockensten und trostlosesten Momenten unseres Lebens nicht im Stich gelassen werden. Der Herr ist mit uns inmitten unserer Kämpfe und Nöte, bereit uns zu stärken, zu erneuern und wiederherzustellen. So wie er den verdorrten Knochen im Tal der Verwüstung Leben einhauchte, kann er den dunkelsten Orten unseres Herzens neues Leben und Hoffnung einflößen. Mögen wir uns deshalb in schwierigen Zeiten und Trübsal an den Herrn wenden und seine Führung und seinen Trost suchen. Mögen wir Werkzeuge seiner Gnade und Barmherzigkeit sein, sein Wort verkünden und seine Liebe mit allen teilen, die verloren und verzweifelt sind. Und mögen wir auf Gottes verwandelnde Kraft vertrauen, um Leben und Erneuerung zu bringen, selbst in den dunkelsten Momenten unserer Reise. Lass uns beten. Lieber Gott, in diesem heiligen Moment komme ich mit einem Herzen voller Dankbarkeit und Ehrfurcht vor dich. Ich danke dir, o Herr, für jeden Segen, den du in mein Leben gegossen hast. Für jeden Atemzug, der mich trägt, für jeden Schlag meines Herzens, der von deiner ständigen Gegenwart zeugt. Ich danke dir, himmlischer Vater, für meine Familie, für deine liebevolle Gegenwart, die meinen Weg erleuchtet und mich in schwierigen Zeiten unterstützt. Möge deine Liebe sie weiterhin umgeben und beschützen, unsere Bindungen stärken und uns zu Werkzeugen deines Friedens und deiner Güte in dieser Welt machen. Herr, ich erkenne mein Bedürfnis nach Erlösung und Erlösung. In deiner unendlichen Barmherzigkeit bitte ich dich, mir meine Sünden zu vergeben und mich auf Pfaden der Gerechtigkeit zu führen. Ich nehme Jesus Christus als meinen persönlichen Retter an und übergebe ihm mein Leben, damit sein Licht in mir leuchten und mich zum ewigen Leben führen kann.
Möge dein Heiliger Geist in mir wohnen und mich befähigen, ein Leben zu führen, das dich in allem, was ich tue, verherrlicht. Ermögliche mir zu lieben, wie du liebst, zu vergeben, wie du vergibst, zu dienen, wie Christus diente. Möge jeder Tag ein lebendiges Zeugnis deiner Gnade und Güte in meinem Leben sein. Möge ich den Menschen um mich herum ein Leuchtfeuer der Hoffnung und Liebe sein und die befreiende Botschaft des Evangeliums mit denen teilen, die dich noch nicht kennen. Gib mir Weisheit, um mich den Herausforderungen zu stellen, die auf mich zukommen, Mut, Hindernisse zu überwinden und unerschütterlichen Glauben an dein Versprechen, dass du immer bei mir bist, auch in den dunkelsten Momenten. Möge mein Leben ein Lied des Lobes und der Anbetung für dich sein, o Gott, heute und für immer. Möge meine Dankbarkeit beständig und meine Hingabe unzerbrechlich sein. Im Namen Jesu. Amen.